von wo? Ja, aber arbeitet wo? Alles klar. Schönen Abend noch. Wir führen hier heute Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Verordnung und den nächtlichen Ausgangsbeschränkungen durch und befinden uns heute hier in Oppenweiler in der Ortsdurchfahrt B14. Also insgesamt können wir feststellen, dass wir noch einen ziemlich regen Verkehrsfluss um die Uhrzeit hier verzeichnen können. Die angetroffene Person und kontrollierte Personen können zum überwiegenden Anteil entsprechende triftige Gründe auch geltend machen, nachweisen. Beispielsweise haben wir viele Heimkehrer von der Arbeit oder Personen, die zum Nachtdienst fahren. Ansonsten gibt es natürlich auch noch weitere triftige Gründe, die von der Bevölkerung hier geltend gemacht werden und nur im Einzelfall entsprechende Verstöße gegen die Corona-Verordnung, aber auch gegen sonstige Verkehrsvorschriften festgestellt wurden. Ja, also wenn wir Verstöße feststellen, natürlich legen wir da, gehen wir sensibel vor, gehen mit Fingerspitzengefühl an die ganze Sache ran. Man muss aber trotzdem festhalten, aufgrund von unserem aktuellen Infektionsgeschehen, aufgrund der rechtlichen Regelungen, die wir aktuell haben, dass man da natürlich entsprechend auch Ahndungen vornehmen muss und die zuständige Bußgeldstellen von denen Verstöße in Kenntnis setzen müssen. Also wie gesagt, wir fertigen entsprechende Berichte, Anzeigen, werden das dann an die zuständige Bußgeldstelle weiterreichen, kommen dann natürlich auf den jeweiligen Verstoß an, welcher Bußgeldsatz es dann nach sich ziehen mag. Genau richtig, der überwiegende Anteil der kontrollierten Bürgerinnen und Bürger hat einen entsprechenden triftigen Grund, der geltend gemacht werden konnte und auch glaubhaft geltend gemacht werden konnte. Und es dann nur ein kleiner Bruchteil war, wo man dann entsprechende Verstöße gegen die Corona-Verordnung feststellen konnte oder eben, wie gesagt, auch Verstöße gegen andere Vorschriften, da wir hier auch ganzheitliche Kontrollen durchführen. Genau, richtig. Also es wird aufgenommen, es wird eben auf die Regelung hingewiesen und dass man sich dann in die Uhrzeit eben auch in der Wohnung oder in der entsprechenden Unterkunft aufzuhalten hat. Aber eine dauerhafte Begleitung bis zur Wohnanschrift, das werden wir natürlich nicht übernehmen, sondern wir werden den Verstoß an sich dokumentieren, protokollieren und dann der Bußgeldstelle weitergeben. Einfach nach der Schule so. Ja, das ist ja, bitte. Also dann. Vielen Dank. Ja, schönen Abend. Ne? Ja. Ciao. Ciao. Hallo. Guten Abend. Ich bin gerade wegen der Ausgangssperre durch. Ja. Kommst du von der Arbeit? Ich komme von der Arbeit, ja. Freiberg am Neckar. Ah, okay. Haben Sie noch einen Fahrzeugschein von Ihnen? Ja. Ich bin unterwegs, weil ich beim Amphibienschutz helfe. Und deswegen um die Zeit noch draußen sein darf, ja, schwierig. Ich fände es halt schöner, wenn vielleicht auch in den Büros vielleicht eine Beschränkung geben würde und nicht nur im Privaten. Das würde uns, glaube ich, allen mehr bringen. Schein Fahrzeugschein dabei? Ja. Und ich frage Sie im Zuge dessen auch noch, weshalb Sie um die Uhrzeit noch unterwegs sind wegen der Ausgangssperre? Weil ich beim Amphibienschutz helfe, kann okay. Ihnen da auch einen Fisch zeigen, wenn Sie das möchten. Ja, wenn Sie das dabei haben, ist gut. Aber nur auf dem Handy. Haben Sie es auf dem Handy? Ja. Okay. Genau. Darf ich? Ja, bitte. Das ist jetzt ein allgemeines Schreiben von Ihrem Arbeitgeber? Ja, also von denen, die das halt organisieren. Ich bin Studentin und wir organisieren das von der PH, der Fachschaft und sammeln da eben die Amphibien ein und das wurde uns ausgestellt. Alles klar. Ja, gut, ich glaube Ihnen, das passt soweit. Ja. Schauen Sie, dass Sie vielleicht, müssen Sie vielleicht nochmal mit denen sprechen, ja, die es ausgestellt haben, dass Sie was persönlich Ausgestelltes kriegen, ne, mit Ihrem Namen, Geburtsdatum, Adresse drauf. Ne. Also ich kann es mal so weitergeben. Genau, geben Sie es so weiter. Wie gesagt, ich glaube Ihnen das jetzt, das scheint mir glaubwürdig zu sein. Ja. Und dementsprechend passt es für mich. Ja.
Wie gesagt, geben Sie es weiter, gucken Sie, dass Sie das vielleicht persönlich ausgestellt kriegen oder dass man die Namen darauf ergänzt. Ja. Und dann sollte das passen. Eine Doodle-Umfrage gibt es noch, wo meine Namen jetzt für heute eingetragen werden, falls Ihnen das auch reichen würde. Nee, das passt, ich glaube es Ihnen. Ne? Dann fahren Sie noch vorsichtig nach Hause. Ne? Ja, machen wir. Danke. Informieren Sie die Kollegen auch drüber. Ne? Die Ausgangssperre wird kontrolliert. Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Genau. Hätte man nicht gucken Sie, dass das nächste Mal schriftlich dabei ist. Ist immer besser wie auf dem Handy, okay? Ja, alles klar. Schönen Abend noch. Danke, ciao. Ich wollte meine Schwester von der Arbeit abholen, weil ich sie ungern um diese Uhrzeit alleine lasse, jetzt am Bahnhof und so. Dann habe ich gesagt, ich hole sie ab, so mache ich es eigentlich immer. So mache ich es immer und ja, ne, haben sie nicht akzeptiert. Nee. Also ich werde einen Einspruch anlegen, ich werde auf jeden Fall die Bescheinigung von meiner Schwester zeigen und sagen, ja, also ich werde auf jeden Fall einen Einspruch anlegen. Also grundsätzlich finde ich es gut, also irgendwo muss man auch Grenzen setzen, ja. Also ich finde es gut, dass man das, diese Ausgangsbeschränkungen macht. Ja. Ja, ich denke, das bringt was. Ja. Also ich denke, es ist besser, als wenn man tatenlos zusieht, denke ich mal. Ja. Verständnis schon, es ist ärgerlich. Ich kann es zwar verstehen, ja, aber es ist ärgerlich für mich, weil ich habe wirklich ein, das ist für mich ein triftiger Grund, ne. Aber ja, die akzeptieren das nicht, ne, als triftigen Grund, ja. Ausgangsbeschränkungen halt nur wenn sie einen triftigen Grund haben, ne. Okay. Ja, wir gehen auf der Stadt Ludwigsburg, Post. Okay. Können Sie das auf eine Woche reinschreiben, ne? Ja, klar, weil wir müssen machen, ja. Ja? Ja? Ja, aber eine Frage. Ja, bitte schön. Wie kann man sowas denn überhaupt, ich lasse Sie ungern so spät nach Hause und so verstehen. Ja, aber der Fall ist halt so, dass eine Person, die sich selbst helfen kann, ist leider so. Die Bestimmungen sind so. Ja. Gehen Sie, mein kleiner Tipp, gehen Sie mal ins Internet. Ja. Im Internet können Sie sicher googeln. Aktuelle Corona-Bestimmung, da steht alles drin. Ich weiß, das ändert sich sehr oft, ne? Keine Frage. Aber gehen Sie einfach mal ins Internet, machen sich kundig, wirklich. Okay. Ja? Ja, alles klar. Okay. Also, und wenn Sie von der Stadt Ludwigsburg einen Neuburger kriegen, können Sie das ja draufschreiben. Sie können da Stellung dazu nehmen, ne? Ja. Dann können Sie das draufschreiben, ne? Genau, ja, werde ich machen. Ja. Alles klar, gell? Also, Ihnen einen schönen Abend, gell? Genau. Passen Sie auf sich auf. Ich auch für mich kein Problem. Von daher alles wunderbar. Vollkommen richtig. Ich komme jetzt von der Spätschicht, natürlich. Weil wir sind ja eh schon in unseren Menschenrechten eingeschränkt und von daher macht es Sinn, weil wenn es besser wird, gar kein Thema. Jederzeit. Also immer wieder gern. Nee, nicht wirklich, also echt, also ich finde das hier auch ein bisschen übertrieben, sagen wir mal. Ja, Sinn macht schon, aber wie gesagt, jetzt war ich 12 Stunden unterwegs, ja, von der Arbeit und dann sowas. Ist ärgerlich. Aber gut, was sein muss, muss sein. Nee, also ich bin da auch durch den Wind, echt. Also weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Einmal den Führerschein, Fahrzeugschein, den Personalausweis. Und im Zuge dessen frage ich Sie gleich, weshalb Sie um die Uhrzeit noch unterwegs sind. Ja. Wegen der Ausgangssperre. Waren Sie Arbeit? Okay. Haben Sie da eine Bescheinigung, irgendwas dabei? Nee, habe ich nicht, aber ich habe eine Fahrerkarte. Ich kann sie gerne auslesen. Okay. Sind Sie LKW-Fahrer oder wie? Ja, korrekt. Okay. Also was wollen Sie nochmal? Ja, Führerschein, Fahrzeugschein, Personalausweis. Wir sind jetzt auf dem Heimweg nach Ilsfeld. Nein, ich bin auf dem Weg zu meiner Freundin. Ah, zu der Freundin. Die wohnt hier in Ludwigsburg. Okay.
Wo wohnen die denn in Ludwigsburg? Haben Sie einen Führerschein dabei? Ja, ja. Ah ja, genau, sehr gut. Schön. Also ich kam aus der Spätschicht und weiß eigentlich eher von nichts. Ja, ein bisschen, ja. Okay, das blickt man gar nicht mehr durch, ne, was man heute darf und nicht. Nee, ich gucke mir das auch mittlerweile gar nicht mehr an. Also ich kriege das auch auf der Arbeit im Krankenhaus genug mit, reicht eigentlich vollkommen aus. Eigentlich bringt es nichts, weil es wird ja in ein paar Monaten wieder so aussehen. Naja, was heißt heimlich? Es werden halt immer mehr Leute getestet und dann sehen sie, dass die positiv sind. Sieht man ja bei uns. Haben Sie eine Ausnahmegenehmigung? Ja. Perfekt, danke schön. Und Sie sind auf dem Heimweg? Alles klar. Also schaue ich in Zukunft, dass ich da vielleicht ein neues bekomme, weil es wird auf jeden Fall vermehrt zur Verkehrskontrolle kommen, ja, dass das soweit alles in Ordnung ist. Okay, machen wir. Ja? Okay. Dann wünsche ich noch eine gute Weiterfahrt. Ja, bitte schön. Tschüss. Tschüss.